Hallo zusammen. Immer wieder haben wir die Aufgabe, dass wir Dashboards mehrsprachig anbieten müssen. Wie das besonders gut gelingt, zeige ich in dem Video. Dafür habe ich mir auf unserer Template-Seite unter templates.peakboard.com bereits dieses Template heruntergeladen und den Peakboard Designer geöffnet. Dieses möchte ich jetzt mehrsprachig machen. Dafür gehe ich zuerst hin und klicke auf Variablen und auf Liste hinzufügen. Hier trage ich alle meine Texte ein. Ich nenne diese Liste also entsprechend Texte und die erste Spalte German und Deutsch und die zweite Spalte nennen wir Englisch. Und hier trage ich jetzt also meine gesamten Texte, die sich in meinem Dashboard befinden, ein. Und das Ganze dann auch noch in den weiteren Sprachen. Wenn ich damit fertig bin, lege ich noch eine Variable an, unter Variable hinzufügen und nenne diese gewählte Sprache und setze die einmal auf den Wert Deutsch. Und sagt, der Wert soll beim Hochladen dieses Dashboards auf die Peakboard-Box gefragt werden. Jetzt gehe ich noch auf Erweitert und sage, diese Variable möchte ich auf Werte einschränken. Also einmal Deutsch und einmal Englisch. Und klicke hier auf OK. So, jetzt gehe ich hin und lege einen Dataflow auf diese Texte, indem ich hier Rechtsklick drauf gehe und Daten mit einem Dataflow verarbeiten auswähle. Mal aktive Sprache und sage hier Schritt hinzufügen und füge eine Spalte hinzu. Die Spalte, die nenne ich dann auch entsprechend aktiv, also das soll die Aktivsprache später sein. Ich gehe hier einmal auf den Block Mode über und was ich jetzt hier mache ist einmal unter Logik eine Wenn-Anweisung anlegen. Ich klicke einmal auf das Plus und was ich jetzt mache ist, dass ich in meiner Variable gewählte Sprache frage, ist die auf Deutsch gesetzt? In dem Fall soll für die Spalte aktiv dann der deutsche Wert zurückgegeben werden. Abgabewert auswählen. Und wenn es eben auf Englisch gesetzt ist, dann wollen wir den englischen Wert zurückgeben. Ich kopiere diesen Teil noch, füge den nochmal ein. Entsprechend an der Stelle schreibe ich dann natürlich entsprechend Englisch rein. So, was ich jetzt machen muss, ist eben diese ganzen Texte durchzugehen, die aktuell noch fest definiert sind und muss die jetzt mit dieser aktiven Sprache verknüpfen. Und wenn ich dann mit allen Texten fertig bin, lade ich dieses Dashboard einfach auf eine Peakboard-Box hoch. In dem Fall wähle ich mir die neben mir aus und habe jetzt hier diese Möglichkeit, den Wert, wo wir vorher ausgewählt haben, von der Variable, dass wir den beim Hochladen setzen wollen, auf Deutsch oder auf Englisch zu setzen. Ich klicke auf OK und entsprechend werden jetzt auf der Peakboard-Box neben mir die ganzen Texte in Englisch angezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.